Heiße euch herzlich willkommen zurück hier nach der Pause und hoffe, ihr habt jetzt Lust auf den nächsten Talk, um den es heute gehen soll. Und zwar geht es um Progressive Web Apps mit Angular und ich habe mir heute ein paar erweiterte Themen rausgesucht. Also hoffe, euch ein paar Tipps geben zu können, wenn ihr vielleicht bereits mit Progressive Web Apps und oder Angular arbeitet. Vielleicht noch ganz kurz ein paar Worte zu mir. Mein Name ist Christian Liebel. Ich bin Mitglied bei der Web Apps Arbeitsgruppe des W3C sowie Mitglied der Expertenprogramme von Microsoft und Google, dem MVP und GDE Programm. Mein persönliches Fachgebiet kommt heute zusammen. Das ist nämlich gerade einmal Angular und einmal PWA. Die Folien, die ihr hier vorne seht, könnt ihr später runterladen. Die finden sich unter dem Link, der hier oben zu sehen ist. Und falls ihr mit mir noch in Kontakt treten sollt oder wolltet, zum Beispiel, falls ihr irgendeine Rückfrage habt, dann kommt ebenfalls sehr gerne auf mich zurück. Einerseits auf Twitter, das ist Christian Liebel klein und zusammen, und die E-Mail-Adresse seht ihr hier rechts. Genau. Die Kontaktinformationen findet ihr auch nochmal auf der letzten Folie. Und ansonsten bin ich auch noch einen kurzen Moment hier, beziehungsweise eigentlich die kompletten nächsten Tage hier, wenn es noch weitere Rückfragen gibt. Wir sind ja hier in so einem virtuellen Track, nennt man das, in einem Special Day, der für Modern Business Applications gedacht ist. Und wer diesen Track schon verfolgt hat, der hat heute Morgen zum Beispiel Microservices, die Microservice-Architektur sich angeschaut. Um Web Components ging es schon und jetzt hier direkt vorne dran, um Grundlagen für Progressive Web Apps, und darauf aufbauend wollen wir uns dann ein paar fortgeschrittene Themen anschauen. Direkt im Anschluss gibt es dann noch einen Talk zu Blazor, der dann mit Hilfe von WebAssembly, .NET und C# Code ins Web bringen will. Kontext ist also Progressive Web Apps, es geht um Frontend, es geht um Client-Anwendungsentwicklung. Und bevor wir damit starten, möchte ich noch ganz kurz ein paar Worte verlieren, wie man diese Unterstützung denn überhaupt in Angular aktivieren kann. Das dürfte vielleicht dem einen oder anderen schon bekannt sein, und wer vielleicht mich mit dem Thema schon gesehen hat, dann ist es relativ wahrscheinlich. Nichtsdestoweniger will ich einfach nur mal kurz versuchen, so eine gemeinsame Gesprächsbasis einfach herzustellen. Progressive Web Apps sind ein plattformübergreifendes Anwendungsmodell, läuft auf Mobilgeräten, auf Desktop-Systemen, und welches genau spielt dabei keine Rolle. Das kann also Windows sein, macOS, iOS, Android, Linux, es ist unerheblich. Stattdessen schreiben wir einmal eine Webanwendung und versuchen die dann auf diese verschiedensten Geräte zu bringen. Sinnvollerweise setzt man dafür ein Anwendungsmodell ein, das dem native Anwendungen relativ nahe kommt. Das heißt, dass man versucht, Assets und die Anwendungsquelldateien oder die kompilierten Dateien einfach auf dem jeweiligen System auszurollen und von dort zu starten. Dieses Konzept ist sinnvoll, weil damit die App natürlich auch dann läuft, wenn der Anwender offline ist. Dieses Konzept kriegen wir auch im Web, nennt sich dort Single Page Application, kurz SPA, und Angular ist jetzt eben genau ein Framework, um solche Single Page Applications schreiben zu können, und aus diesem Grund passen PWA und Angular wunderbar zusammen. Wenn man jetzt ein neues Projekt erzeugen möchte, ein neues PWA-fähiges Angular-Projekt, dann genügen wenige Codezeilen. Es genügen nämlich die ersten drei, die wir hier sehen. Die letzte mache ich für die Demos, die wir uns heute hier anschauen wollen, noch mit dazu. Und da wir uns heute an bestimmten Beispielen ein paar Techniken anschauen wollen, legen wir jetzt direkt ein neues PWA-fähiges Angular-Projekt an. Und das machen wir in einer kurzen Live-Demo. Ich gehe also hier ins Terminal, ich wechsle noch kurz das Verzeichnis, gehen wir hier hin. Okay, und jetzt führen wir diese Schritte aus, die wir gerade eben gesehen haben. Zunächst mal ng-new, mal pwa, und damit jetzt keine Rückfragen kommen, gebe ich kurz hier die beiden Parameter an. Dann läuft die Installation nämlich einfach direkt durch. Hier sehen wir die Angular CLI in Aktion. Wer das Framework nicht kennt, das hat ein Scaffolding-Tool mit dabei, die sogenannte Angular CLI. Und die hat uns gerade eben, man sieht es hier schön, im Hintergrund eine komplette Verzeichnisstruktur aufgelegt, ein komplettes Angular-Projekt erstellt und installiert jetzt gerade die notwendigen NPM-Pakete, damit diese Anwendung, die wir hier sehen, im Anschluss dann auch laufen kann. Das Ganze dauert hoffentlich nicht allzu lange. In Konferenz-Wi-Fi ist es natürlich immer so eine Sache.
aber da sind wir schon durch, sehr gut. Dann wechseln wir in das Projektverzeichnis rein und jetzt als nächstes fügen wir die PWA-Unterstützung hinzu. Das hier ist zunächst mal ein reines Angular-Projekt, das heißt, es funktioniert wunderbar online im Browser und jetzt wollen wir die Installierbarkeit und die Offline-Fähigkeit erreichen und auch das kriegen wir mit einem einzigen Kommando hin. Und das geht mit Hilfe von ng-add@angular/pwa. Jetzt passiert das gleiche Spiel. Mit Hilfe der Angular CLI ziehen wir jetzt im Hintergrund ein sogenanntes Schematics-Paket heran und das ändert jetzt zum einen mal wieder die Quelldateien in unserem Projekt und legt neue Dateien an und installiert wieder erforderliche Paketabhängigkeiten. Hier kann man schon sehen, dass zum Beispiel das Web App Manifest hinterlegt wird, das wir brauchen, um das Aussehen unserer Anwendung auf dem Home-Bildschirm oder in der Programmliste zu steuern. Die zugehörigen Icons liegen hier drin, die das Angular-Logo zeigen und darüber hinaus wird die Service-Worker-Konfiguration vorbereitet. Das können wir hier in dieser ersten Datei sehen, ngsw-config.json. Das ngsw steht für den Angular-Service-Worker und das ist die Konfigurationsdatei. In den Demos verwende ich dann noch ein kleines Beispiel, was Angular Material braucht und das will ich jetzt hier noch kurz mit hinzufügen. Wie gesagt, dieser Schritt ist jetzt optional, nur für die Demos, die ich hier heute zeigen möchte. Da müssen wir gerade kurz warten, da wir dann noch ein paar Fragen beantworten müssen. Und dann sind wir bereit. Okay, das lassen wir mal im Hintergrund dann installieren. Gut, also, was ist passiert durch die Ausführung dieser Kommandos? Wir haben es schon gesehen, wir haben das Web App Manifest bekommen, brauchen wir für die Installierbarkeit. Wir haben die Icons gekriegt und das Projekt wurde vorbereitet, damit es später mit einem Service Worker auch ausgeliefert werden kann. Wenn wir diesen Befehl ausführen, ng-add@angular/pwa, dann wird ein sehr spezieller Service Worker hinzugefügt und zwar ist es der Angular-eigene Service Worker. Im mehr oder weniger Lieferumfang dieses Frameworks gibt es eine Service-Worker-Implementierung. Wir haben es eben schon gesehen, NGSW sehen wir in dem Kontext immer. Und diese Service-Worker-Implementierung hat vier unterschiedliche Use-Cases. Zum einen können wir den initialen Inhalt statisch im Cache hinterlegen, zum zweiten können wir externe Inhalte cachen, zum Beispiel wenn ich Schriftartendateien von einem CDN lade. Zum dritten können wir auch dynamische Inhalte cachen, das könnten API-Requests sein und zum vierten können wir Push-Benachrichtigungen dann an diese Anwendung schicken. Und das Ziel, das wir damit erreichen können, ist dann genau das, was ich eingangs schon versprochen habe. Wir schreiben die Angular-basierte App exakt einmal und sie läuft danach in den Browsern, wir sehen es hier ganz hinten in diesem Chrome-Fenster, geht genauso in Microsoft Edge, in Safari, in Firefox, auf den Desktop-Systemen, hier stellvertretend Windows, aber genauso auf macOS und Linux und vorne sehen wir die Ausführung unter iOS und genauso läuft es auch auf Android. Jetzt kommen wir zu den etwas erweiterten Themen. Das hier ist nichts Neues, das Konzept funktioniert seit 2 Jahren so. Und jetzt wollen wir mal gucken, was kann man denn da noch so machen, welche Probleme können auftreten und was kann ich machen, wenn ein Problem auftritt. Dazu habe ich mir heute 6 Schwerpunkte ausgesucht. Es beginnt zunächst mal mit dem Thema Debugging. Was kann ich also machen, wenn mal ein Fehler auftritt? Wie komme ich an diesen Fehler näher ran? Zum zweiten, wie kann ich App-Updates dem Anwender gegenüber kommunizieren? Und zum dritten, wie kann ich Push-Benachrichtigungen an die jeweilige Anwendung schicken? Kurzer Hinweis vorab, die ersten 3 Punkte werden den Großteil der Zeit beanspruchen. Also nicht wundern, wenn man wenn es relativ lang braucht, bis wir zum dritten Punkt kommen. Die weiteren 3 Punkte werde ich etwas schneller behandeln. Da geht es dann um die Frage, wie kann ich den Anwender zur Installation der App proaktiv auffordern. Als 5. Punkt, was ist, wenn ich jetzt oder anhand welches Entscheidungskriteriums nehme ich denn jetzt diesen Angular Service Worker, wann will ich einen anderen? Und als 6. Punkt schauen wir uns Project Fugu an, das dann weitere Features ins Web bringen möchte, noch viel mehr als die, die wir heute kennen. Beginnen wir also mit dem Punkt Debugging. Also was ist, wenn es mal schief läuft? Und dafür habe ich mir ein kleines Beispiel ausgesucht, denn wir werden unsere App gleich offline nehmen und wir werden noch eine Ressource der App hinzufügen. Und offline funktioniert alles, nur diese eine Ressource, die kann irgendwie nicht geladen werden.
Und anhand dieses Beispiels finden wir raus, woran das liegen kann und werden dann die verschiedenen Debugging-Techniken kennenlernen. Bevor wir uns das Beispiel anschauen, möchte ich nochmal ganz kurz auf die grundlegende Funktionsweise von diesem Service Worker zurückkommen, was der denn genau tut. Sieht man hier schön in dem Schaubild. Der Service Worker ist ein Stück JavaScript, das außerhalb der Website ausgeführt wird, aber noch innerhalb dem Browser. Und dieses Stück JavaScript agiert als eine Art Proxy zwischen dem Netzwerk und zwischen der Webseite. Das heißt, dass dieser Proxy den Datenverkehr manipulieren kann. Die Offline-Fähigkeit wird dann dementsprechend genauso umgesetzt. Der Service Worker stellt zum Beispiel fest, dass wir gerade offline sind und liest jetzt einfach die Inhalte aus dem beiliegenden Cache, den wir unten sehen, und andernfalls könnte er es zum Beispiel über das Netzwerk ausliefern. Der Angular Service Worker funktioniert so, dass er standardmäßig immer erst versuchen wird, Inhalte aus dem Cache auszuliefern. Das hat Vorteile, denn damit startet unsere Anwendung immer schnell, egal ob wir online sind oder offline, weil wir es direkt von der Platte laden. Und nur initial praktisch, wenn es noch keinen Cache gibt, gehen wir einmal gegen das Netzwerk. Hilfreiche Tools zum Debuggen sind die Chrome oder Chromium Developer Tools. Und da im Speziellen das Application Tab, kann man oben sehen, ist blau markiert. Dort findet man nämlich alle Debugging Tools, die hilfreich sind, wenn ich es mit Progressive Web Apps zu tun habe. Hier markiert ist zum Beispiel das Service Workers Tab. Oben drüber sehen wir das Manifest Tab. Da geht es also um das eben schon gesehene Web App Manifest. Und da habe ich praktisch in einer Registerkarte Zugriff auf alles, was ich brauche, wenn ich Progressive Web Apps gerne debuggen will. Ich habe bereits erwähnt, mein Beispiel wäre nun, dass jetzt irgendeine Datei leider nicht lädt, die ich eigentlich gerne offline gehabt hätte. Und da brauchen wir jetzt im Speziellen die Cache-Debugging-Tools in den Chrome-Developer-Tools. Und hier sehen wir schon, wie das aussieht. Wir können nämlich in diesen Cache auch reingucken und können sehen, was da drin liegt. Schauen wir uns also kurz dieses Beispiel einmal an. Im Hintergrund dürfte die Installation mittlerweile abgeschlossen sein. Jupp, das ist der Fall. Dann öffne ich jetzt die Anwendung einmal in WebStorm. Und wie bereits gesagt, ist ein ganz normales Angular-Projekt. Ist nicht viel drin, außer die Standard-Startseite. Und die räumen wir als nächstes jetzt mal leer. Ja, steht ja oben auch drin, ist bloß ein Placeholder. Können wir alles weghauen. Stattdessen fügen wir einfach ein bisschen Inhalte zu, dass wir sehen, dass die Webseite überhaupt funktionieren würde. Also zum Beispiel Progressive Web App können wir da reinschreiben. Und jetzt füge ich noch eine Bilddatei hinzu. Die Bilddatei habe ich hier vorbereitet, ist eine Birne. Genau, oben können wir es sehen. Und die nehme ich jetzt einfach mal mit hier in unser Angular-Projekt und lege sie hier in den Source-Ordner rein. Hier ist die Birne, alles schön. Ich muss die Angular noch bekannt machen, damit sie später mitgenommen wird beim Bild Birne JPEG. Trage es also hier in der Angular.json noch in die Assets mit ein. Und dann kann ich hier in der App Component noch jetzt dieses Bild verweisen und sage dann Birne.JPEG. Und wir legen noch diesen Alternativtext fest. Okay, wunderbar. Das Ganze wollen wir jetzt ausprobieren. Der Service Worker liegt im Falle von Angular immer nur dann dabei, wenn ich einen produktiven Build unserer Anwendung erstelle. Und das geht mit Hilfe von ng-build-prod. Es ist auch so, dass immer ein sogenanntes Differential-Build durchlaufen wird. Das heißt, wir erzeugen zwei Pakete, einmal für modernere Browser, die sind kleiner, einmal für ältere Browser, die sind größer. Das dauert allerdings auch doppelt so lang. Und aus dem Grund modifiziere ich hier jetzt noch kurz die Browsers-List-Datei und sage, dass ich jetzt nur Support für Browser möchte, die dieses neuere, kleinere Bündel brauchen. Damit sparen wir uns dann jetzt ein bisschen Bildzeit. Denn es führt keinen Weg dran vorbei, als immer wieder ng-build-prod auszuführen. Auch ein ng-serve-prod macht hier keinen Unterschied, da liegt der Service Worker nicht dabei. Gut. Das läuft jetzt im Hintergrund ein bisschen. Wir sehen, wir sind auf Angular 9, deswegen muss Ivy noch schnell die Abhängigkeiten hier durchkompilieren. Jetzt sind wir bei unserem eigenen Code angelangt und der ist dann in Kürze auch durchkompiliert. Gut.
die, der Build-Output, den finden wir jetzt im Verzeichnis dist.mypwa und ich starte jetzt hier einen statischen Server, geht mit Hilfe von Node-Static beispielsweise und dieser läuft jetzt hier unter der angegebenen Adresse, die ich jetzt hier in Chrome öffne. Und wie wir sehen können, klappt das Ganze schon. Ja, wir sehen hier oben, es gibt diesen Plus-Button zum Installieren der PWA. Also dieses Manifest ist hinterlegt mit den Icons, die wir schon gesehen haben. Wir sehen den Titel der Anwendung und wir sehen die Birne. Also offline-fähig sollte das Ganze bereits sein. Jetzt machen wir allerdings Folgendes. Und ich mache das gerade mal ein bisschen größer hier. Und ich habe hier die Chrome DevTools geöffnet. Ich bin im Application-Tab, der sehr hilfreich ist, wie gesagt, und wenn man es mit PWA zu tun hat. Und jetzt schalte ich hier die Webseite offline und versuche diese Seite jetzt hier neu zu laden. Und wie man sieht, funktioniert das Ganze mal so grundsätzlich. Also die Webseite, die ist immer noch da. Aber leider ist unsere Birne nicht mehr da. Das Bild hat es irgendwie nicht in diesen Cache da reingeschafft. Könnte zumindest mal die erste Vermutung sein. Wodurch kann man die Vermutung belegen? Man kann einen Blick ins Network-Tab werfen. Ich mache es gerade nochmal einen Ticken größer. Geht es auf dem Beamer? Man müsste es sehen, oder? Die Request unten? Oder lieber noch einen Tick größer? Einen Tick machen wir. Gut. Im Network-Tab, auch der ist sehr nützlich, können wir praktisch sehen, welche Requests nach außen gehen. Und hierbei stellen wir fest, dass es einen Request für die Birne gibt. Ja, die sehen wir da. Wir sehen auch in der Size-Spalte, dass der Service Worker diesen Request behandeln wollte. Allerdings hat das nicht geklappt. Der Service Worker hat 504 Gateway Timeout zurückgegeben. Der Angular Service Worker macht es als Hinweis, um mitzuteilen, diese Datei liegt nicht in unserem Cache drin. Hier in der zweiten Zeile vorne dran sieht man, dass der Service Worker versucht hat, einen Request nach draußen zu machen. Erkennt man ein bisschen tricky, aber hier an diesem Zahnrädchen. Das heißt, das war jetzt der Request des Service Workers gegen das Netzwerk und dieser Request ist fehlgeschlagen. Das heißt, naja, wir sind ja offline, steht hier dann sogar dabei. Das heißt, dass diese Ressource nicht mehr nachgeladen werden konnte. Also Indiz dafür, dass es nicht im Cache liegt. Wie kann ich diese Vermutung noch belegen? Wir können hier in das Applications Tab gehen und können uns die Cache-Inhalte anschauen des Service Workers. Finden wir hier im Bereich Cache und dann Cache Storage. Und hier können wir jetzt die Inhalte sehen, die der Service Worker Cache enthält. Und hier sehen wir zum Beispiel die HTML-Datei, das Manifest, die JavaScript- und CSS-Dateien. Aber wie bereits vermutet, unser Birnenbild, das fehlt. Hat jemand eine Vermutung, woran es liegen könnte, dass das Birnenbild nicht dabei ist? Okay. Der nächste Schritt in diesem Fall ist, einmal zu gucken, was denn im Ausgabeverzeichnis so liegt. Und im Ausgabeverzeichnis stellen wir mal fest, dass das Birnenbild schon da ist. Das hat ja funktioniert, als wir online waren. Das haben wir auch gesehen. Zweiter Blick geht dann jetzt in die Datei ngsw.json. Denn diese JSON-Datei ist jetzt die gibt es praktisch dem Service Worker an, welche Dateien er zwischenspeichern soll. Und wie wir feststellen, finden wir hier drin jetzt leider nichts zur Birne. Das heißt, dieses Bild hat es einfach nicht in dieses Offline-Manifest reingeschafft. Woher weiß der Angular Service Worker, welche Dateien er offline halten soll? Dafür ist es die Datei zuständig, die wir ganz am Anfang sogar schon gesehen haben. Und zwar die Datei ngsw-config.json. Und in dieser Datei gebe ich jetzt an, welche Quelldateien denn der Service Worker offline halten soll. Es gibt drei unterschiedliche Kategorien. Die erste Kategorie nennt sich Index. Dort gebe ich den Namen des Index-Dokumentes an. Den dürfte man in den meisten Fällen wahrscheinlich unverändert lassen. Im zweiten Fall gibt es die sogenannten Asset-Gruppen. Diese cachen jetzt alle Quelldateien und Assets, die zu einer sogenannten App-Version gehören. Unter einer App-Version versteht man im Falle von Angular einen Build. Das heißt, wenn ich ein Build mache und ein Zeichen ändern würde und nochmal ein Build mache, handelt es sich dabei um zwei unterschiedliche Versionen. Geht also um die Byte-Identität, kann man sagen. Wenn sich also Inhalte in Bezug auf die App-Version ändern, müsste ich die in den Asset-Gruppen anpassen. Und zum Dritten gibt es noch die sogenannten Data Groups.
diese Quelldateien, die ich hier hinterlege oder die Routen, die ich da hinterlege, die überleben jetzt auch eine App-Version. Also auch wenn sich die App ändert, bleiben diese Inhalte im Cache. Eignet sich für dynamisches Caching, benutze ich persönlich nie, weil ich dynamische Inhalte gerne lieber die Kontrolle selber drüber habe und die zum Beispiel in der Index.db hinterlegen könnte. Wenn wir jetzt das Kommando ausführen, das wir gerade eben gemacht haben, nämlich dieses ng-build-prod, bei dem ja, wie wir gesehen haben, dann die Service-Worker-Datei hinterlegt ist, dann passiert Folgendes. Wir schauen uns zuerst diese Konfigurationsdatei auf der linken Seite an, also ngsw-config.json, und verarbeiten die dann in dieses Cache-Manifest ngsw.json, das wir gerade eben gesehen haben. Und wie wir gesehen haben, ist die Birne nicht in dieser Datei gelandet, ja, nicht in diesem ngsw.json. Das heißt, wir müssen zuerst ganz links gucken, nämlich in der Konfigurationsdatei. Und wenn wir dort kurz mal nachschauen, können wir mal gucken, was so das Standard-Setup ist, das uns die Angular CLI generiert. Und hier sehen wir jetzt zwei Asset-Gruppen. Zum einen, die zur App gehört, und dort ist zum Beispiel das Fev-Icon drin und die HTML-Datei, das Manifest, CSS- und JavaScript-Dateien. Und es gibt sogar eine Kategorie für Assets. Allerdings nimmt die bloß Dateien, die unter dem Assets-Ordner liegen, und die nimmt auch schon Bilder, allerdings nur, wenn die JPEG heißen. Und wer ganz genau aufgepasst hat, sieht, dass die Datei aber leider ein I hier hinten zwischendrin hat. Und damit ist sie nicht Teil der Offline-Kopie. Wie kriegen wir das Ganze jetzt hin? Wir könnten unten die Asset-Konfiguration beispielsweise anpassen, wir könnten die Datei ins Assets-Verzeichnis legen oder ich zähle sie jetzt mal ganz explizit hier oben auf als birne.jpg und damit ist sie jetzt beim nächsten Bild Teil der Offline-Kopie. Probieren wir das Ganze aus. Ich halte den statischen Server an. Wir machen nochmal einen Bild. Da geht es ein bisschen schneller, weil wir die Bibliotheken, die Abhängigkeiten nicht nochmal durchkompilieren müssen, sondern nur unseren eigenen Code. Und dann werden wir direkt in dieser Datei ngsw.json sehen, ob es geklappt hat. Machen wir das direkt. Hier ist sie. Und wir sehen, jetzt ist die Birne mit dabei. Dieses Cache-Manifest, was wir hier vorne übrigens auch sehen, das merkt sich auch die verschiedenen Hashes. Wenn also ein neues Bündel denselben Hash für eine Datei hat, dann brauchen wir diese Datei im Hintergrund auch nicht nochmal runterzuladen, nicht zu aktualisieren. Da ist der Angular Service Worker also relativ smart. Und dann schauen wir uns doch an, ob das Ganze jetzt auch wirklich funktioniert. Wir gehen zurück, ich starte den Server wieder. Und jetzt müssen wir hier die Anwendung einmal laden. Im Hintergrund aktualisiert, also muss jetzt erst die Aktualisierung passieren. Ich lade sie nochmal neu. Und wenn wir nun wir können auch erst wieder im Cache mal gucken, ob es hier drin gelandet ist. Hier sehen wir die Birne, ja, die ist jetzt da. So, da unten können wir es erahnen. Die liegt im Cache. Und wenn wir jetzt hier das Häkchen bei Offline setzen und die Seite neu laden, dann bleibt die Birne jetzt da. Wunderbar. So kommen wir also an Probleme dieser Art dran. Genau. In diesem Kontext, ich wechsle doch nochmal kurz in den Browser zurück, ist es auch interessant, sich mal das Skript anzuschauen von diesem Angular Service Worker. Das kann man nämlich ebenfalls über das Applications Tab machen, kann man da draufklicken. Und jetzt sehen wir die Implementierung des Service Workers, die Angular dafür uns hinterlegt hat. Das Spannende ist, dass im Falle von Angular immer ein und dasselbe Service Worker Skript verwendet wird. Also meine App hat exakt das gleiche Skript wie Ihre App und wie alle anderen Angular Apps auf diesem Planeten. Und genau, das wird immer so aussehen, wie wir es hier sehen können. Der Service Worker hat ein spezielles Ereignis, wenn er versucht, Inhalte über das Netzwerk abzurufen. Und dieses Ereignis nennt sich Fetch. Und wenn wir mal nach Fetch suchen, stellen wir fest, dass dieses Skript von Angular dieses Ereignis auch implementiert. Und dann hier in der Methode onFetch, die man direkt unten drunter finden kann. Und diese aufrufen wird, wenn praktisch nach einem speziellen, wenn nach einer speziellen Datei gefragt wird.
Auch das könnte man kurz simulieren, wenn wir es neu laden zum Beispiel, bleibe ich dann sogar mit dem Debugger hier drin stehen und kann mir dann sogar anschauen, um was genau es geht. Hier soll der Service Worker also gerade die Index-Datei auflösen, kann man hier in der URL ganz schön sehen. Das heißt, wir können sogar auch dieses Skript debuggen, was sich dann um die Umsetzung der Offline-Fähigkeit kümmert. Und was ich jetzt hier zeigen möchte, ist ein verstecktes Feature vom Angular Service Worker. Denn der Angular Service Worker hat so eine spezielle Route, der hat eine Debug-Route. Und die sehen wir hier in dieser Zeile 1951. Denn wenn der Angular Service Worker feststellt, dass ich die Route ngsw/state abrufen will, dann gibt er nicht irgendeinen Request zurück, er wird es auch nicht gegen das Netzwerk geben, sondern er antwortet mit einer Debug-Seite. Und das kann man schön ausprobieren, indem er oben in der Adresszeile jetzt mal ngsw-state angeben und dann sehen wir jetzt die Debug-Seite des Angular Service Workers. Genau, hier sehen wir auch Inhalte, wir sehen zum Beispiel, welche Fenster verbunden sind. Wir sehen, es gibt diese erste Variante der App, es gibt diese neuere Variante der App und können da unten noch Debug-Ausgaben sehen, wenn es sie gibt. Wie bereits gerade eben gesagt, nutzen alle Seiten, die den Angular Service Worker benutzen, exakt die gleiche Implementierung. Das heißt, wenn ihr auf Angular.io geht und dann ngsw.state eingebt, dann sehen wir diese Route auch. Ich muss es nur einmal aufrufen, dass ich den Service Worker bekomme. Und danach haben wir dort die gleiche Debug-Seite. Ja, also auch die verwenden diese Implementierung. Kann man daran dann ganz schön sehen. Das habe ich auch hier nochmal als Bild in die Folien reingepackt. Falls es jemand nochmal danach ausprobieren möchte, oben steht dann die Route drin. Was nehmen wir also mit aus diesem Blog? Entwickler haben also die volle Debugging Experience, die man auch von Anwendungen kennt. Das gleiche gibt es in den Chrome DevTools, wir können Breakpoints setzen und so weiter. Und im Falle des Angular Service Workers gibt es diese Debug-Seite. Gut, als zweiter Punkt stellt sich die Frage, was passiert denn, wenn es ein Update gibt? Wie kommuniziert man das jetzt dem Anwender? Kommen wir vielleicht zunächst mal zum Problem. Zunächst mal ist es so, dass wir die Seite aufrufen und wenn wir das zum ersten Mal machen, liegt auf dem Server vielleicht noch die Version 1 dieser App. Die Version laden wir runter und legen sie dann in unserem Cache ab. Und das nächste Mal, wenn ich die Webseite aufrufe, werde ich jetzt wieder Version 1 erstmal laden. Sehen wir hier. Denn, wie gesagt, das ist schneller, das ist offline-fähig und so weiter. Die Frage ist, was jetzt passiert, wenn auf dem Server aber mittlerweile Version 2 liegt? Im Falle des Angular Service Workers wird dann im Hintergrund diese Version 2 schon mal runtergeladen und im Cache abgelegt, aber es bleibt weiterhin die Version 1 angezeigt. Und erst beim nächsten Laden kriege ich dann Version 2 zu Gesicht und bin dann wieder deckungsgleich mit dem Server. Gut wäre in dem Fall, wenn ich meinem Benutzer jetzt sagen kann, dass es ein Update gab und irgendwie darauf hinweisen kann, dass er bitte jetzt die Seite neu lädt, wenn er dieses Update gerne hätte. Und dafür gibt es im Angular-Umfeld einen Service, der nennt sich SW-Update. Und hier kann man oben schon sehen, es gibt so zwei Observables, die uns informieren, wenn denn ein solches Update vorliegt. Das ist nämlich gerade das erste Observable, das sich da Available nennt. Also wenn der Angular Service Worker feststellt, es gibt auf dem Server jetzt ein neues Paket, dann wird dieses Observable einmal gefeuert. Und dann wäre es gut, dass wir unserem Anwender sagen, hey, es gibt ein Update, möchtest du es gerne installieren? Und das will ich gerne als nächstes zeigen. Dazu kommt es auch diese Angular Material Abhängigkeit zum Einsatz, denn ich nutze dafür die Material Snackbar. Und was wir machen, ist dann unten einfach zu sagen, es gibt ein Update und wenn du willst, klick auf Reload und dann bekommst du die neue Version zu Gesicht. Sieht im Browser dann so aus. Gucken wir uns das kurz an. Ich führe das Ganze im App-Module aus. Zunächst brauche ich das Mad Snackbar-Modul noch hier drin, damit ich diese Snackbar verwenden kann. Und dann machen wir das Ganze jetzt mal hier im App-Module. Das ist relativ dreckig, würde ich in einem produktiven Szenario jetzt nicht machen.
Aber zu Demo-Zwecken soll es heute genügen. Gut, und dann hängen wir uns auf SW-Update, und zwar dessen Available, Observable und wenn das Ganze ausgelöst wird, dann zeigen wir die Snackbar an, geht mit Hilfe von Snackbar Open und sagen, es gibt ein Update, klick hier zum Neuladen und wenn jemand darauf klickt, dann lade mal die Seite einmal neu. Auch das Neuladen der Seite geht in Angular schöner, es gibt so ein Location Injectable, das lassen wir jetzt hier mal beiseite. Und dann gleiches Spiel wie die ganze Zeit. Wir gehen zurück, wir müssen es neu bauen. Das ist leider ja, etwas lästig bei der Angular Service Worker Entwicklung. Also wenn man diese Implementierung nutzt zum Probieren, bleibt nichts anderes über, als dass wir halt immer wieder den Prod-Build aufrufen müssen. Hier kompilieren wir jetzt die neuen Material-Abhängigkeiten noch durch und danach wieder unsere App. Sind auch fast schon wieder durch und in wenigen Sekunden ist es dann da. Hier. Okay. Jetzt gehen wir in den Browser zurück, rufen die App wieder auf und es passiert nichts. Warum? Sehr gut, genau. Wir sehen hier gerade die alte App, die noch im Cache lag, diese V1, die wir gerade eben auf dem Bild gesehen haben. Und die V2 ist mittlerweile schon in unserem Offline-Cache gelandet, wird aber erst funktionieren, wenn ich die App neu lade. Aber auch wenn ich sie neu lade, sehen wir die Snackbar nicht, denn jetzt bräuchten wir ein Update dafür. Das heißt, wir müssten die App jetzt nochmal anpassen, nochmal neu ausrollen, damit dann erst diese Snackbar zum Tragen kommt. Aus genau diesem Grund empfiehlt es sich, das SW-Update direkt am Anfang einzubauen. Und nicht erst später im Entwicklungsprozess. Sonst sieht man die Snackbar nämlich erst entsprechend spät. Es gibt beim SW-Update-Services noch ein kleines, nettes Feature, denn man kann es nicht nur anzeigen, dass es ein Update gibt, sondern kann dem Anwender sogar noch mitteilen, um welches Update genau es geht. Und dazu können wir diese Datei anpassen, die wir schon gesehen haben, ngsw-config.json. Der können wir nämlich einen App-Data-Eintrag geben und dort kann ich als Entwickler jetzt beliebig viele Inhalte hinterlegen. Zum Beispiel eine Version, zum Beispiel ein Changelog. Und das wäre auch sinnvoll, das zu machen, denn dann weiß der Benutzer jetzt nicht nur, dass es ein Update gibt, sondern auch noch, ob es sich dafür lohnt, jetzt die Arbeit zu unterbrechen und die Seite einmal neu laden zu lassen. Wenn es ihn gar nicht interessiert, kann er es nämlich einfach ignorieren und dann wird es beim nächsten Mal neu laden sowieso angewendet. Also einfach nur hier diese Erweiterung der Konfigurationsdatei und im Code müssen wir jetzt minimale Anpassungen vornehmen, denn wir lesen einfach das Objekt dann aus und dann kriegen wir so eine Message hin und das machen wir in der nächsten Live-Demo. Gut, ich gehe also hier in die Konfigurationsdatei und wir kriegen es hier sogar angeboten. AppData möchte ich gerne hinterlegen. Ich kann alle beliebigen Daten reinreichen. Und dann sagen wir Notes, dieses Update fixes an issue with, keine Ahnung, something. Gut. Und dann müssen wir unsere Implementierung noch ein bisschen anpassen. Ich ziehe mir zunächst einmal aus dem Event, das hier mitkommt, bekommen wir Zugriff auf die aktuelle Version, Current, und die verfügbare Version. Ich hätte gerne Available, dessen AppData und würde hier gerne dann die Notes auslesen. TSLint mag das nicht, zu Recht, aber ich disable jetzt hier die Warnung. Und danach haben wir hier die Notes und die zeigen wir dann einfach hinten dran an. Okay. Und dann, gleiches Spiel wie immer, wieder zurück hier rein. Okay, ich sehe gerade, ich habe nie die andere Version probiert. Das machen wir jetzt kurz nochmal, dass ich die hier drin habe. Okay. Müsste funktioniert haben, wir werden sehen. Spätestens jetzt ist es soweit. Ja. Okay.
und wir brauchen wieder ein neues Bild davon. In dem ist jetzt allerdings wiederum erst die Sache mit dem Changelog drin. Ja, also noch nicht, also die Message haben wir hier und die Message mit Changelog werden wir noch nicht sehen, sondern nur die Message ohne Changelog. Warten wir kurz den Abschluss ab und wechseln dann wieder zurück. Okay, das sind wir. Gut, laden das Ding hier neu und diesmal müsste nach ein paar Sekunden, dauert immer etwas, die Snackbar erscheinen, ja, die von davor. Update verfügbar und wenn wir neu laden klicken, sind wir jetzt wieder aktuell. Die Version mit dem Changelog sehen wir dann beim nächsten Mal, die behalten wir kurz im Gedächtnis. Gut, also was sollten wir hier mitnehmen? Ihr solltet eure Anwender informieren, dass es ein Update gibt. Wenn ich das dann gleich haben will, dann bekomme ich es nämlich direkt. Und im Idealfall zeigt ihr auch noch an, was dieses Update denn jetzt verbessert. Dann kann ich nämlich entscheiden, ob ich es gerne jetzt hätte oder halt erstmal anders. Und im Angular-Fall kann man dafür SW-Update nutzen. Dann kommen wir noch zum Punkt Push-Benachrichtigungen. Es gibt auch hierfür im Falle des Angular Service Workers eine Schnittstelle, nennt sich SW-Push. Und da kann man sehen, dass man sich für Push-Benachrichtigungen registrieren kann. Methode nennt sich Request-Subscription. Das ist der zweite Service, den es gibt neben SW-Update. Mehr als die beiden haben wir auch nicht im Falle des Angular Service Workers. Und den sehen wir gleich noch einmal. Es geht als nächstes also um Push-Benachrichtigungen und es gibt da einen Punkt, der bei Push-Benachrichtigungen leider nervt und das ist der folgende. Dieses Benachrichtigungsbanner, und ich bin mir sicher, dass es jeder von euch schon mal gesehen hat, ist nämlich mittlerweile auf fast jeder Lokaltageszeitungs-Webseite auch noch mit drauf. Und dieses Benachrichtigungsbanner hat ein Problem, denn es wird viel zu oft angezeigt und viel zu oft abgelehnt oder ignoriert. Ich habe hier mal ein bisschen Zahlenmaterial mitgebracht. Hier sind in der horizontalen verschiedene Webseiten abgetragen und man sieht, dass dieses Push-Benachrichtigungsbanner fast immer abgelehnt wird. Das ist der rote Bereich. Der schwarze Bereich ist, es wurde ignoriert. Gelb heißt, es wurde mit X weggeklickt und grün heißt, es wurde angenommen. Man sieht also erstens mal, dass nicht jede Anwendung oder nicht jede Website überhaupt Push-Notifications braucht. Man sieht links aber auch, dass es Websites gibt, wo die Wahrscheinlichkeit, dass Benutzer auf Ja klicken, sehr hoch ist. Ein Vertreter dieser Websites ist zum Beispiel Slack. Dort klicken 92% der Anwender bei diesem Fensterchen, das wir gerade eben gesehen haben, auf Ja, weil es dort sinnvoll ist, in einem Messenger-Dienst auch Push-Benachrichtigungen zu kriegen. Also muss man aufpassen, wann man dieses Fenster zeigt, denn wenn der Benutzer zum Beispiel auf Nie mehr Anzeigen klickt oder die Anfrage ablehnt, wird danach für eure Website nie wieder gefragt. Der Benutzer muss selber dann oben in die Website-Einstellungen gehen und es wieder freigeben. Das heißt, ihr wollt vermeiden, dass es passiert. Auch die Browserhersteller arbeiten hier ein bisschen entgegen diesem Permission-Spam. Zum Beispiel macht Chromium testet gerade Folgendes. Es zeigt das Benachrichtigungsbanner schon gar nicht mehr an, sondern legt oben dann nur noch in die Adresszeile der Hinweis, dass die Abfrage blockiert wurde. Und zwar in zwei Fällen. Zum einen, wenn der Anwender ohnehin keine Push-Benachrichtigungen annimmt. Zum zweiten, wenn die Ablehnungsrate für die jeweilige Website sehr, sehr hoch ist. Das heißt, euer Interesse ist es, dass die Website-Anwender doch hoffentlich irgendwie zu einem großen Anteil auf Ja klicken. Und auch Firefox hat das Problem erkannt und die erlauben die Anzeige dieses Abfragefensters nur noch, wenn es infolge einer User-Interaction, also infolge eines Klicks oder eines Tastendrucks passiert ist. Stattdessen solltet ihr deswegen das Konzept des Double Opt-in oder Double Permission nutzen. So macht es zum Beispiel Gmail, die können auch Push-Benachrichtigungen und fragen erstmal innerhalb ihrer eigenen UI nach, ob der Anwender gerne Push-Benachrichtigungen hätte. Das ist gut, denn wenn ich die wegklicke, kann ich es danach immer noch einmal probieren, was im Falle des Browser-Abfragefensters nicht geht. Was hier allerdings nicht so schön gemacht ist, ist, dass der Mehrwert kommuniziert wird. Ich weiß also nicht, welche Benachrichtigung kriege ich jetzt denn? Okay, hoffentlich bezogen auf E-Mails. Ja? Aber schöner wäre, wenn hier noch mehr gesagt wird, um was es eigentlich geht. Und da habe ich ein Beispiel für euch mitgebracht, das es aus meiner Sicht sehr gut macht. SWR3, denn die setzen zum einen dieses Double Opt-in um und erlauben mir zum zweiten auch noch auszuwählen, welche Push-Benachrichtigungen ich gerne hätte. Und das will ich noch kurz zeigen.
SWR3 macht übrigens allgemein, was Web angeht, einen sehr guten Eindruck. Hier unten klicken wir jetzt auf die Glocke und dann kommt es hier unten dieses Fenster, das einfach auch mit einem netten Text so fragt, ne, willst du Push haben? Magst du, was du siehst? Die besten Artikel für dich per Push? Da klickt man doch gerne auf diesen Button mit Smiley, ja, probiere ich aus. Und erst jetzt kommt dieses Abfragefenster. Ja. Wie gesagt, wenn ich Block klicke, kommt es nie wieder. Ich könnte es auch ignorieren, also dismissen, schließen oder weggehen. Und wenn ich jetzt hier auf Allow klicke, habe ich jetzt sogar noch die Möglichkeit, dass ich unten einstellen kann, für welche Channel ich mich genau interessiere. Zum Beispiel, Einmeldungen finde ich gut, meistgelesene Artikel finde ich nicht gut, will ich nicht. Tatortkritik, nö, Top-Thema täglich frisch, okay. Und wenn ich dann auch noch ein SWR3-Elch will, das ist so ein Kuscheltier-Elch, dann kann ich mich hier sogar noch in diesen Extra-Channel reinopten. Also die haben das sehr schön gelöst und versuchen praktisch damit die Motivation beim Anwender zu erhöhen, dass man diese Push-Nachrichten nutzt und vielleicht bekommt man sogar dann den SWR3-Elch dafür. Das ist also eine schöne Lösung für dieses Double-Permissions-Thema und die Kommunikation, was ich bekomme. Und ich habe sogar noch die Einstellungsmöglichkeit, welche Nachrichten genau ich erhalte. Mit Angular können wir das exakt gleiche erreichen. Wichtig ist, dass wir hier diese Request-Subscription-Methode auf SW-Push dann eben nur infolge einer Benutzerinteraktion aufrufen und vielleicht vorher noch erklären, welche Nachrichten wir schicken und auch, wo ich die wieder innerhalb der eigenen UI deaktivieren kann. Hier beschränken wir uns jetzt auf die reine Anzeige von Push-Benachrichtigungen. Der Inhalt ist natürlich abhängig dann davon, um welchen Use Case es konkret geht. Okay. Diese Sache lege ich jetzt hier auf die App-Component mit drauf. Dort machen wir einen Button und sagen für Push registrieren. Registrieren. Und wenn ich auf den Button klicke, dann machen wir Register for Push. Okay. Wir legen die Methode an, hier in der Komponente. Wir brauchen natürlich den Service dafür. Da ist er. Und Methode ist asynchron. Und wenn wir jetzt dann hier auf den Button klicken, erst dann fragen wir die Push-Benachrichtigung an. Also nicht direkt beim Laden, wie es die meisten Websites derzeit tun. Was ich als Rückgabe bekomme, ist eine Subscription und die loggen wir danach noch auf der Konsole aus, weil ich die dann gleich noch für das Debugging dort brauche. Zum Anfordern der Subscription brauchen wir einen öffentlichen Schlüssel. Den bekommen wir vom Web-Push CodeLab. Das ist so ein kleines Debug-Tool praktisch, wie ich jetzt ohne Server Push-Benachrichtigungen an die Anwendung schicken kann. Und ich füge das hier ein. Und gleiches Spiel wie immer, das Ganze geht natürlich nur mit einem neuen Prod-Bild. Und den lassen wir jetzt wieder durchlaufen. Müssen also wieder ein paar Sekunden warten und danach können wir in den Browser zurückwechseln. Ja, werden wir sehen, weil jetzt gleich wieder diese Changelog-Anzeige kommt. Ah, Sie wollten die Version ändern, das Changelog. Nee, ich meine, im Hauptstream wird es hier schon sofort sehen, dass jetzt eine Meldung von solcher Version. Okay, ich habe es, glaube ich, noch nicht ganz verstanden. Treffen wir uns gleich im Anschluss? Hier? Sehen wir ja. Der Button ist ja dann drin, jetzt, ab jetzt. Die Version, die ich jetzt in das Ding legen wird. In ah, okay. Ja, das wird gehen. Wir wissen ja, welches Manifest gerade hinterlegt ist. Die könnten wir da hinschreiben. Jo. Jetzt machen wir halt Version 1. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wo wir stehen. Ich würde es allerdings ungern nochmal durchkompilieren, sonst braucht das Ganze hier zu lang. Wir machen es dann ab jetzt durch. Okay, aber ist ein guter Hinweis, vielen Dank. Muss ich mir merken. Für jetzt müssen wir halt wieder zurückgehen. Ich lade die Website einmal neu und jetzt werden wir im Hintergrund feststellen, dass es den neuen Bild gibt, stoßen dann dort jetzt auch über den Changelog-Eintrag, den wir vorhin gemacht haben. Das heißt, es funktioniert also. Und jetzt laden wir es neu und haben jetzt hier auch diesen Push-Button.
Und wohlgemerkt, erst wenn wir auf den Push-Button klicken, kommt jetzt die Abfrage, dass ich Push-Benachrichtigungen gerne nutzen würde. Und ich lasse die jetzt hier zu. Und damit ich jetzt wirklich Push-Benachrichtigungen hinschicken kann, kopiere ich mir jetzt hier einfach mal die Subscription raus, Copy Temp 1 und füge sie hier drüben in diesen Push-Companion ein. Und jetzt könnten wir versuchen, wir haben ja gerade zugestimmt, eine Push-Nachricht dahin zu schicken. Also schreibe ich mal Test und klicke auf Send. Und wieder mal passiert nichts. Ja? Schade. Wir sehen hier aber, dass zumindest eine Fehlermeldung eingegangen ist. Das heißt, irgendein Problem ist wohl aufgetreten. Und wir können dann zum Beispiel wieder hier in dieses in das Skript wechseln und sehen jetzt, aha, die Daten, die da reingekommen sind, wollten wir als JSON zerlegen. Jetzt gehen wir zurück und stellen fest, okay, wir haben kein JSON geschickt, ja, sondern ja nur Test als Text. Deswegen hier übrigens das Unexpected Token T, das ist nämlich das erste vom Test. Also sollten wir das Ganze in ein Objekt packen und dann zum Beispiel den Test jetzt als Titel hinterlegen für die Notification. Wir klicken auf Send und es passiert wieder nichts. Woran könnte das jetzt liegen? Auch da findet man jetzt die Antwort wieder im Quelltext des Angular Service Workers und natürlich in der Dokumentation. Ja. Aber hier kann man praktisch sehen, dass wenn ich jetzt hier dieses Objekt einschicke, dass jetzt hier auf Data ein Notifications-Objekt erwartet wird. Das liegt noch nicht drin. Im Falle von Angular müssen wir also dieses Objekt, das Notifications-Objekt in einer Notification praktisch wrappen. Und wenn wir dann auf Send Push Message klicken, sehen wir oben, dass die entsprechende Nachricht erscheint. Also wieder mit Hilfe der DevTools kriegen wir raus, was hier schief geht. Noch ein Hinweis, hier in den Background Services kann ich mich für die Notifications subscriben. Geht bis zu 3 Tagen, auch wenn die DevTools geschlossen sind. Und dann kriege ich jetzt einen Eintrag, wann immer irgendwas passiert. Zum Beispiel, wenn es hier die Notification angezeigt wird oder wenn ich als Benutzer draufklicke und so weiter, kann man hier schön auch wieder nachvollziehen. Gut, soweit zum Thema Push. Debugging ist auch hier wieder drin, dass ihr wisst, wo ihr die beiden Stellen findet, die wir gerade gesehen haben. Hinweise also, versucht Double Opt-in zu nutzen, sonst wird die Rate relativ schlecht sein bei euch, die Akzeptanzrate, und dann bekommt ihr vielleicht gar keine Benutzer mehr, die Push kriegen. Das will man nicht. Dann sollte man die Vorteile von Push-Benachrichtigungen kommunizieren und vielleicht dem Benutzer sogar die Möglichkeit geben, sich auf spezielle Channel zu subscriben und auch dort wieder zu unsubscriben von Push-Benachrichtigungen, wie es SWR3 sehr schön macht. Angular kommt uns hier mit dem SW-Push-Dienst entgegen. Kommen wir zum vierten Thema, das ist die Frage, wie kann ich jetzt die Installation anfordern? Dazu müssen wir als Entwickler eine Reihe von Kriterien erfüllen. Das sind die folgenden. Installation einer PWA ist immer dann möglich, wenn sie nicht schon installiert ist. Wenn es eine bestimmte User Engagement Heuristik, die der Browser festlegt, erfüllt wurde, war früher mal, dass man für 30 Sekunden mit der Website interagieren muss, ist heute nicht mehr so. Es braucht ein Web-App-Manifest mit einer bestimmten Konfiguration, ist jetzt heute nicht das Kernthema. Website muss über HTTPS ausgeliefert werden und braucht einen Service-Worker, der einen Fetch-Ereignishändler hat, damit die Website theoretisch offline funktionieren kann. Und den haben wir vorhin sogar im Quelltext gesehen. Insofern läuft das Ganze hier. Wenn ich mich an diese Kriterien halte, dann bekomme ich oben rechts diesen Plus-Button angezeigt. Den haben wir vorhin im Browser auch schon gesehen. Das heißt, mit diesem Standardsatz, den uns Angular gibt, geht das Ganze schon. Jetzt gibt es noch eine zweite Möglichkeit, wie ich den Anwender zur Installation auffordern kann. Und das geht mit Hilfe des sogenannten Before-Install-Prompt-Ereignisses. Da habe ich die Möglichkeit, praktisch innerhalb von Angular darauf zu hören, dass der Browser die App jetzt gerade installieren kann. Und dann kann ich innerhalb meiner eigenen UI eine Möglichkeit anbieten, diese App zu installieren. Und das ist unsere nächste Live-Demo. Okay, wir inkrementieren, das sind jetzt Version 2. Wir haben hier einen Button und wenn wir auf den klicken, wollen wir die App installieren. Install App. Install App. Okay, das machen wir hier später in dieser Install App Methode. Wie gesagt, wir müssen uns hier auf ein bestimmtes Ereignis des Browsers hängen,
Das kann man in Angular zum Beispiel mit Hilfe des Host Listeners tun. Das Ereignis wird auf dem Window-Objekt geworfen und nennt sich dann Before Install Prompt. Und da sind wir an dem Ereignis, an Ereignisargumenten interessiert. Wenn also das Prompt kommt und wir dann Zugriff auf das Event bekommen, dann legen wir das jetzt in einem Feld ab. Das nenne ich hier einfach mal Install Prompt. Und das legen wir hier an dieser Stelle jetzt in das Feld rein. Jetzt gibt es noch so einen Sonderfall. Ältere Chrome-Android-Versionen zeigen ihren eigenen Dialog an, wenn man nicht hier noch Return False hinschreibt. Das mache ich jetzt hier einfach mit. Außen im HTML würden wir jetzt den Button natürlich nur dann anzeigen, wenn wir dieses Prompt überhaupt haben. Ansonsten, wenn wir nichts haben, um die Installation anfordern zu können, dann zeigen wir auch den Button nicht an. Und in der Install-App-Methode würde man dann auf Install-Prompt die Methode Prompt auslösen. Machen wir auch hier wieder einen neuen Bild davon. Und dann können wir uns das Konzept gleich anschauen. Wir haben dann den Button im Browser. Und wenn wir auf den klicken, dann geht ebenfalls oben in der Adresszeile das Installationsfensterchen auf. Vergleichbar zu den Updates und zu den Push-Benachrichtigungen kann ich dem Anwender dann nochmal versuchen zu sagen, warum es gerade sinnvoll ist, meine App offline zu installieren. Und das erhöht vielleicht auch wieder dann die Akzeptanz dafür. Also, wir müssen es wieder einmal neu laden. Im Hintergrund kriegen wir dann jetzt wieder mit, dass es ein Update gibt. Das müsste in der Snackbar resultieren. Und jetzt laden wir es neu. Wir sehen V2, wir sehen den Install-App-Button. Und wenn ich auf den jetzt klicke, dann sehen wir, dass hier oben jetzt das Installationsfensterchen aufgeht. Ja? Jetzt wird man da natürlich hinschreiben, wir haben auch eine Offline-App. Klicken Sie hier, um sie zu installieren. Dann laufen auch die, keine Ahnung, Songs offline oder sowas. Oder irgendwas in dieser Art. Ja? Dann geht hier oben das Fensterchen auf, kann da auf Install klicken und dann läuft die App danach in ihrem eigenen Fenster wieder. Das ist das Before Install Prompt Ereignis. Wie gesagt, ist ganz nett, wenn man das innerhalb der eigenen UI machen möchte. Um das hinzubekommen, muss man die Installationskriterien erfüllen, die wir gesehen haben. Dann sollte man einen eigenen Install-Button in die UI legen. Dann halt vielleicht ein bisschen erklären, um was es geht. Ein Hinweis dazu noch, dieses Feature ist derzeit im Web App Manifest in der Spezifikation hinterlegt, dort aber als at risk markiert, kann also sein, dass es in Zukunft nur noch für Chromium geht, also jetzt nur das Ereignis, natürlich nicht die Installation als Ganze, das noch als Hinweis dazu. Ob man die Kriterien erfüllt, kann man übrigens testen in Lighthouse. Das ist ein Tool, das ich, legen das mal wieder zurück in den Browser. Das ist ein Tool, das ich hier im Lighthouse-Tab des Browsers verbirgt. Hier kann ich die Kategorie Progressive Web App anschalten und kriege dann gesagt, ob meine Website die erforderlichen Kriterien umsetzt. Das sieht man dann hier in Installable und man kann auch hier sehen, dass wir die Installability Requirements erfüllt haben. Hier also das Lighthouse-Tab. Gut, dann haben wir als nächstes die Frage, wie sieht es aus, wann nutze ich denn jetzt diesen Angular Service Worker, wann möchte ich vielleicht Workbox haben? Und es gibt hier eigentlich eine relativ einfache Leitlinie. Der Angular Service Worker ist sehr toll, ja, denn wie wir gesehen haben, wir werfen den einfach rein und dann funktioniert er. In den allermeisten Fällen, in den allermeisten Projekten wird es einfach so passen. Das Ganze kommt aber natürlich zu gewissen Kosten, denn wie wir gesehen haben, es ist immer die gleiche Service-Worker-Implementierung. Das heißt, ich muss halt auch nehmen, was mir Angular da geben will. Sobald ich etwas mehr Flexibilität brauche, wenn ich andere Features nutzen will, die mir der Service-Worker von Angular zum Beispiel nicht gibt, zum Beispiel die Hintergrundsynchronisation von Daten, das ist etwas, was laut Spezifikation auch geht, dann muss ich auf eine alternative Implementierung zurückgreifen. Ich kann die entweder komplett selber schreiben oder aber ich greife auf Workbox zurück, ein Toolkit von Google, das mir ebenfalls wieder so ein Cache-Manifest erzeugen kann und wo ich dann aber auch die komplette Flexibilität habe, das Service Worker Skript auch noch an meine Bedürfnisse anzupassen. Das ist also so grob die Leitlinie. Wenn mir das Feature Set reicht, das mir der Angular Service Worker gibt, dann
Nehmen wir einfach den und wenn ich irgendwie tiefer reingreifen muss, dann selber schreiben und oder ein Toolkit wie Workbox verwenden. Und dann kommen wir noch zum letzten Punkt, das ist ein bisschen Ausblick. Und zwar nennt sich dieser Punkt Project Fugu, haben sicherlich schon einige davon gehört. Das ist eine Initiative von drei Unternehmen. Und zwar sind das drei Unternehmen, die alle Beitragende von der Open Source Codebase von Chromium sind. Und das sind zum einen, also dem Open Source Unterbau von Google Chrome. Und das ist zum einen natürlich Google selbst, zum zweiten Intel und zum dritten Microsoft. Und diese drei Unternehmen haben sich zusammengeschlossen, um das Web jetzt noch fähiger zu machen. Also über die Installation und die Offline-Fähigkeit hinaus noch weitere native Funktionalität ins Web zu bringen. Da gibt es auch einen schönen Kampfbegriff, sage ich mal, von Developer Advocate Thomas Steiner bei Google, der sagt, lasst uns das Web zurückholen, API für API. Also meint damit die Schnittstellen, die im Web fehlen. Und mit Project Fugu ist da sehr viel geplant. Es gibt einen Contacts-Picker, mit dem kann ich auf das Adressbuch zugreifen in begrenzter Form. Es gibt die Native File System API, damit können wir jetzt Bildeditoren, Videoeditoren, IDEs, Office-Anwendungen ins Web bringen. Wake-Lock API unterdrückt den Standby-Modus, ist für Rezepte-Apps zum Beispiel hervorragend. Ein Picture-in-Picture-Modus, dass ich ein Video auch in einem separaten Fenster anschauen kann. All das soll durch Project Fugu kommen. Und das ist nur eine kleine Auswahl, denn die Liste von Project Fugu ist noch viel länger. Auch das hier ist nur ein Ausschnitt. Wer hier also mal interessiert ist, kann gerne auf Google/Fugu API Tracker schauen, was diese drei Unternehmen hier planen, ist sehr, sehr spannend. Ich will eine Fugu API noch ganz kurz zeigen, das schaffen wir noch, und zwar ist es die sogenannte Web Share API und die erlaubt es uns, Inhalte zu teilen aus dem Browser über eine Web-Schnittstelle heraus. Und die sieht folgendermaßen aus, relativ putzig, wie ich finde, weil sie ist so einfach zu verwenden, sie ist so klein. Ja. Und dazu legen wir hier wieder einen neuen Button an, der sagt Share some Content. Und wenn wir darauf klicken, rufen wir die Share-Methode auf. Am Anfang ist es immer ganz wichtig zu gucken, ob es die Methode überhaupt gibt. Das nennt sich dann Progressive Enhancement, denn wenn ich jetzt hier im IE5 bin, dann gibt es die Methode einfach nicht. Das heißt, hier sollte ich irgendwas Alternatives machen oder vielleicht einfach die Funktion deaktivieren, den Button wieder wegnehmen. Und dann kann ich auf dem Navigator die Methode Share aufrufen. Gibt es in den Typings noch nicht, deswegen muss ich es nach Any casten. Und dann können wir zum Beispiel einen Text da reinschreiben, der sagt Hallo Buster. Und dann können wir das native Share-Sheet damit öffnen. Dafür brauchen wir jetzt glücklicherweise mal keinen Prod-Build. Das heißt, hier reicht ein ng-surf und ich zeige es im Safari-Browser, weil das der erste Desktop-Browser ist, der diese Schnittstelle ausimplementiert hat. Und da sehen wir dann auf localhost 4200 Share some Content. Und wenn ich da draufklicke, ach, nicht zu fest, wenn ich da draufklicke, dann sehen wir jetzt das native Teilen-Sheet. Und jetzt kann ich über alle Apps, die beim System sich zum Teilen registriert haben, zum Beispiel den Notes, den Inhalt teilen und lege den jetzt zum Beispiel hier mit Hallo Buster in meine Notizen rein. Schönes Beispiel ist dem Fugu-Projekt praktisch entsprungen und hat seinen Weg in verschiedene Browser geschafft. Den wird es dieses Jahr auch abschließen, denn in Firefox und im Desktop Chrome fehlt es noch, aber wird kommen. Das Gute bei Project Fugu ist immer, dass wir genau eine Schnittstelle haben, sieht man oben, und der Browser sich darum kümmert, auf den konkreten Plattformen dann die relevante native Schnittstelle aufzurufen. Was solltet ihr davon mitnehmen? Project Fugu wird Webanwendungen noch viel mehr native Features geben, als wir sie heute schon haben. Aus diesem Grund lohnt es sich, ein Auge auf den Project Fugu Bug Tracker zu haben. Man kann sich zum Beispiel auf dieses Dokument, was ich euch gerade gezeigt habe, auch registrieren. Damit sind wir jetzt eine Minute nach halb. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr Fragen habt, ich bin gerne noch hier und wie gesagt auch Freitag hier noch auf der Konferenz. Genau, kommt also gerne her und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke sehr.